Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Ich habe gedacht, ich zeige sozusagen mal so ein bisschen, was ich am Wochenende mache. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt annähernd interessant ist. Aber irgendwie hatte ich Lust zu vloggen und deswegen habe ich gedacht, mache ich es einfach. Heute habe ich es aber irgendwie nicht ganz so geschafft. Ich habe heute Morgen einfach beim Hund spazieren, habe so Hausarbeiten gemacht und war dann mit einer Freundin in der Stadt und essen. Ich habe euch ja das Essen gezeigt. Es war so gut. Genau. Und jetzt gehe ich schnell duschen und mache mich fertig und dann gehe ich mit ein paar Freunden in die Shisha-Bar und ja, das ist so das Abendprogramm. Es ist jetzt schon 7:30 und es ist Freitag. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ja, ich habe gestern dann einfach nur noch gefilmt, wie wir in der Shisha-Bar waren, aber auch nicht wirklich. Und ich bin jetzt bei meinem Freund und wir haben heute Morgen schon Pancakes gemacht, wie ihr gesehen habt. Und ja, genau, jetzt gehen wir zum Sport. Wir laufen da gleich hin. Ja, und ich sehe absolut durch aus. Auf der Kamera. Oh Gott. Hallo meine Lieben, man sieht es mir extrem an. Genau, ich habe jetzt gerade, bin jetzt gerade fertig mit dem Sport, war jetzt noch eine Stunde auf dem Laufband zu Hause. Genau, und jetzt geht es für mich duschen. So, ich bin jetzt fertig geduscht. Ich habe den Pulli von meinem Freund an. Ich liebe dieses Format, wenn Leute einfach so vloggen und einfach scheiße erzählen. Das ist so gut. Und ja. So, that's it. Meine Pläne sind von eigentlich nichts tun auf feiern gehen, auf zu einer Freundin gehen. Ziemlich schnell gewechselt, aber ich freue mich jetzt. Ich fahre demnächst los. Hallihallo. Also, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Und ja, es ist jetzt schon gleich 1:00. Und ich fahre jetzt nach Hause. Und lege mich in mein Bett und gucke Netflix. Guten Morgen. Meine Stimme hört sich ganz übel an. Irgendwie immer so die ersten Sekunden. Und ja, es ist jetzt recht früh. Ich gehe jetzt frühstücken, dann ins Fitnessstudio. Und dann gehe ich schlafen. Ich freue mich so sehr. Hallo, ich bin zurück aus dem Gym. Mir ist das Einzige, was ich mache, ist Gym und Duschen in diesem Vlog. Ich weiß gar nicht, ob ich den hochlade. Genau, und jetzt creme ich mich ein und schmink mich. Und dann geht's los in die Eishalle. There's no other feeling when I'm next to you. No one else around, just a space for two. So, meine Kamera ist ausgegangen, das habe ich nicht gemerkt. Mein Make-up steht. Ich habe jetzt so anlässlich zu dem Eis, habe ich jetzt mal einen blauen Lidstrich gemacht. Mache ich eigentlich gerne. Aber ja, genau, und ich ziehe jetzt noch den Pulli an und dann geht's los. Oh, dann geht's los. When I'm next to you, no one else around, just a space for two. There's no better feeling when I'm close to you. I look into your eyes as an ocean blue. When I'm down, you lift my feet off the ground. Wir sind jetzt fertig in der Eishalle und es war so schön.
Ich bin total begeistert. Genau, und jetzt sitzen wir in einem Park und reden einfach. Und es ist total schön. Die Sonne geht gerade unter und wir gehen vielleicht sogar noch ein Eis essen, gell? Vielleicht. Ja. Und dann war das wirklich der perfekte Sonntag. Ein perfekter Sonntag, wirklich. Er ist ja noch nicht rum. Ja, aber so. Er ist so dann schon perfekt, weißt du, was ich meine? Ja. Ganz toll. Und das Wetter ist heute so gut. Oh, ich will, dass es so bleibt. Das ist so schön. Genau. Und ich bin am Ende richtig hingefallen beim Schlittschuhlaufen. So wirklich einfach hingeflatscht. Toll. Und nee, es hat voll Spaß gemacht und ich bin bestimmt schon 3 Jahre nicht mehr Schlittschuh gelaufen und ich hatte so Angst, dass ich nur hinfall. Aber dafür lief es ganz gut. Genau. Und es macht so viel Spaß. Ich möchte am liebsten morgen wieder gehen. Es hat mir so viel Spaß gemacht gerade. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt zu Hause, also bei mir zu Hause. Und genau, waren dann eben noch ein Eis essen. Netterweise war es. Vor 5 Stunden. Nein, so lange ist es nicht. Und dann bin ich nach Hause und habe so getan, als würde ich aufräumen, aber im Endeffekt kaum was gemacht. Darin bin ich gut. Und der Mario war lernen. Und jetzt sind wir beide bei mir. Und jetzt spielen wir Mario Bros. Wii. Weil ich meine Wii ausgekramt habe und wir das jetzt ab und zu zocken. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Vlog hochlade und sehe gerade sehr blau aus wegen meiner Lampe. Aber ich würde dann sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls euch gefallen hat. Genau, wir haben jetzt nämlich nur noch Mario gespielt, gucken jetzt unsere Serie und schlafen bald. Und ja, bis dann. Tschüss.